Gut, wieder mal ein Treffer und es wird wieder mal nichts bringen. Genau. Den Angriff wollte ich nicht mal. Es hält ihn nicht mal auf. Es blockt ihn nicht mal. So stark sind die Mistviecher. Und unten wird schon wieder Vorposten erobert. Ja, ja, wissen wir schon. Warum sind die nicht längst hier, die Gegner? Die müssten doch auch, eigentlich auf dem Weg zu mir sein. Oder habe ich da irgendwie Stoßtruppen generiert, die die für einen Moment aufgehalten haben? Wo ist er hin? Wo ist er hin? Wo ist er hin? Ist er jetzt einfach verschwunden? Oder spawnt er jetzt einfach in 2 Sekunden in der nächsten Festung, wo er gerade Lust hat? Ich weiß es nicht. Und da sind schon wieder Leute auf dem Vormarsch zu meinen Festungen, ist klar. Also oben und nicht hier unten. Die sind ja egal, also die sind so nebenher da, das sind ja normale Stoßtruppen, die sind ja nicht gefährlich. Aber oben sind auch schon wieder. Und die kommen gerade in das Gebiet, das ich gerade erst erfolgreich verteidigt habe. Ja, wohin auch sonst. Und da das jetzt so weitergehen wird, werden wir niemals auch nur den geringsten Fortschritt hier sehen, weil jedes Mal, wenn ich das Gebiet erfolgreich verteidigt habe, muss ich sofort wieder hinrennen, um es wieder zu verteidigen. Schön. Ja. Toll. Mir gefällt die Mission. Macht Spaß. Unheimlich Spaß. Okay, wenigstens war der mal leicht zu besiegen. So, ihr geht aus dem Weg. Und nächstes Opfer. Ach, oben in meinem Hauptquartier sind auch Gegner gespawnt. Nur um es mal gesagt zu haben. Ne? Ich sollte also darauf achten, dass mein Hauptquartier nicht fällt, während ich hier versuche, mein anderes Gebiet zu verteidigen. Zum 5. Mal. Den Vorposten haben sie sich auch schon zurückgeholt, natürlich. Und da ist wieder mal ein Supermoblin, der nicht zu besiegen ist. Ach, leckt mich doch am Ärmel. Ihr könnt mich mal. Und warum sind hier jetzt Gegner gespawnt? Einfach weil sie es können, oder wie? Ich müsste mein Hauptquartier retten. Ja, müsste ich. Pfeil, wie wäre es, wenn du mal für 2 Sekunden die Stellung hältst und das Gebiet mal ausnahmsweise nicht erobern lässt? Und übrigens, es sind schon wieder Stoßtruppen gespawnt. Weil, ist so. Weil, muss so sein. Genau. Es ist schön, wenn wir aneinander vorbeispringen. Die sind ja auch. Okay. Was... was kann ich machen? Ich frage mich echt gerade, was kann ich machen, um die Mission irgendwie zum Ende zu bringen? Komm schon. Oh Mann. Ja, gib mir 2 davon. Dann macht das auch gleich viel mehr Spaß. Toll, zu langsam. Würde sich der Runia besiegen, würde ich mich auch nicht so viel. Ja, würde er sich bewegen, meine ich. Würde ich mich auch nicht so viel treffen lassen, aber. Das ist auch zu viel verlangt. Genauso wie der Wunsch, dass die Gegner sterben, wenn ich sie fahre. Oder dass sie mich wenigstens nicht alle 2 Sekunden hier wieder angreifen. Die Zentralkammer vorzufallen. Das ist schön für die Zentralkammer. Ich kann überhaupt nichts dagegen machen. Nicht das Geringste. Weil ich versuche gerade die Südwestfestung zu verteidigen. Zum 12. Mal. Merkt ihr, dass mich das gerade extrem anpisst hier? Das ist wieder so... Wir hatten schon mal so eine Mission, ne? Wo alle 2 Sekunden gegnerische Truppen gespawnt sind und ich nichts dagegen machen konnte. Und das hier ist nicht besser. Ich würde sogar fast sagen, es ist schlimmer. Bitte sag mir, dass du jetzt tot bist. Ist wahr. Die Zentralkammer steht kurz davor zu fallen und ich kann nichts dagegen tun. Fallerie und Fallera, fall halt mal.
geil, dass er mich so zurückgestoßen hat mit einem Treffer, den ich geblockt habe. Die Südwestfestung steht kurz davor zu fallen. Das ist mir bewusst. Ich stehe auch nur da drin und versuche sie seit einer Stunde zu verteidigen. Also, ja. Schön. Fünftes Special reingehauen und er ist immer noch nicht tot. Komm schon, jetzt mach aber mal einen. Warum ist der Angriff manchmal so extrem lang und manchmal so extrem kurz? Ich habe jetzt voll damit gerechnet, dass der noch eine Stunde sich so weiter rotiert. Stattdessen ist er nach 2 Sekunden fertig. Oh, und das Gebiet unten, das ich schon nochmal erobert habe, wo ich die Fee geholt habe, das wird gerade wieder zurückerobert. Yay. Hallo Vorpostenhauptmann. Irgendwie habe ich ein Déjà-vu. Ich bin der Meinung, ich hätte dich schon mal irgendwie zerkloppt. 5-mal oder so. Aber es kann auch wirklich ein Irrtum meinerseits sein, weil offensichtlich lässt du dich nicht zerkloppen. Habe ich den Tod? Oh mein Gott! Ich habe einen Mob einen Tod gekriegt mit weniger als 5 Specials. Also quasi ohne Special. Okay, Zentralkammer zurückerobern. Wenn wir die haben, erobern wir die Kammer oben rechts, hoffentlich. Ich glaube, ihr könnt es alle verstehen, wenn ich sage, das ist die letzte Mission, die ich heute spiele, weil, Katastrophe. Ich habe es vorher gesagt, oder? Ich habe gesagt, ohne Darunia-Mission für eine Stufe 3 Waffe zu erobern, das kann ja schon nur schief gehen. Das ist unglaublich, wie recht ich doch habe. Egal. Das Gebiet gehört für eine Sekunde wieder mir. Das andere wird gerade erobert. Vielleicht soll ich das erstmal verteidigen, bevor ich ein anderes versuche zu erobern. Ja, gib mir mehr. Ich konnte mich nicht bewegen, sonst hätte ich mich gewehrt. Aber den Knopf zu drücken, für sich zu bewegen und sich tatsächlich bewegen, sind 2 Paar Schuhe. Wieder so einer, der so viel aushält. Hat ja nur seinen Schwachpunkt frei, ist es zu meinen. Das macht ja nicht wirklich Schaden, wenn ich so eine Schwachpunktbrecher-Attacke mache. Genau. Ist ganz harmlos, bringt nichts. Wenn ich das richtig sehe und richtig einschätze, dann müsste ich seinen Schwachpunkt noch 4-mal freisetzen. Jetzt noch 3-mal. Könnte aber knapp werden. Allerdings nicht, wenn ich ihm noch ein paar Treffer so zwischendurch gebe. Okay, machst du das jetzt lang oder kurz? Kurz. Das hat wirklich eine unterschiedliche Reichweite. Mal geht das 10 Kilometer weit und mal ist es ein 20 Zentimeter Ding. Ich werde mit dir niemals fertig. Und ich habe Schluss drum gehalten. Wow. Und? Ist jetzt weiter? Nö. Komm schon, Mann. Okay, jetzt noch ein ordentlicher Treffer und er ist weg, hoffe ich jedenfalls. Und noch sind keine neuen gegnerischen Truppen unterwegs, um mir meine Gebiete wieder abzuholen. Was nichts heißt, weil die können ja direkt in meinen Gebieten spawnen. Aber der ist erledigt. Wow, sogar die Kleinen halten mehr als einen Treffer aus. Okay. Für einen Moment Ruhe. Euch räumen wir weg. Warum, weiß ich selbst nicht. Weil eigentlich bringt es mir keinen Vorteil. Glaube ich jedenfalls. Also, ich glaube nicht, dass ich dadurch mehr Stoßtruppen kriege und sei mal ehrlich, die Vorposten sind für die Gegner kein Hindernis. Oh, ich sehe gerade, ich habe mich geirrt. Wir sind schon wieder am Vorrücken in das Gebiet, das ich zum 5. Mal verteidigt habe. Aber bevor ich es jetzt wieder verteidigen muss, hole ich mir ein anderes. Weil wir wissen genau, wie das ausgeht. Ich brauche dafür 2 Stunden, um es zu verteidigen. Die Westfestung steht kurz davor zu fallen. Echt jetzt? Die sind gerade erst dort reinmarschiert. Wieso steht die kurz davor zu fallen? Die sind im Moment gerade da reingelaufen. Nordostfestung.
Und die Südwestfestung ist unter Angriffen von Moblin gefallen. Sie sind schneller darin, eine Festung zu erobern als ich. Das ist bedenklich. Die Wahrscheinlichkeit meines Ablehnens ist signifikant gestiegen. Zum 20. Mal oder so, ja. Mir scheint, du bist der wahre Held, ein wahrer Held für Hyrule. Ja, ja, wenn du meinst. Nicht, dass das irgendwie von Bedeutung wäre. Du darfst mich Bruder nennen, wenn du willst. Ja, das ist schon okay. Feier ist in Gefahr. Ich bin unterwegs. Warum kann ich nicht heilen? Sag jetzt nicht, das funktioniert nur einmal pro Mission. Na gut, wir haben einen Moblin besiegt. Cool, ich bin ja schneller als ich gedacht hätte. Ist Pfeil schon geflohen oder ist er noch hier? Er, sie, es. Stimmt, da haben wir auch schon mal drüber geredet, was Pfeil eigentlich ist. Pfeil wurde von feindlichen Truppen vertrieben. Warum? Weil ich ihn nicht retten durfte. Noch eine Festung. Und die hole ich mir jetzt. Egal, was passiert. Was eine schlechte Idee ist, weil es spawnen jetzt eh wieder Truppen in meinem Gebiet. Aber naja. Die Festung ist unser. Ich habe übrigens mittlerweile 2.500 Feinde fast besiegt. Wenn ich die Festung da unten habe, habe ich wahrscheinlich 2.500. Ich möchte das nur mal erwähnt haben, weil es glaubt mir ja sonst keiner. Ost-Rosengarten. Hallo Rosengarten. Ich mach dich platt. Wenn Arunia wenigstens ein gutes, flächendeckendes Special hätten, indem man viel Gegner mal eben wegrasiert, ne? Wäre es auch schon besser. Da könnte ich wenigstens nicht nur so einen blöden Moblin treffen, wenn ich ein Special mache, sondern auch gleich noch alles, was um ihn rum ist. Aber ich weiß nicht, irgendwie, auch wenn diese komischen Feuerflammen, ja, Flammen aus Feuer quasi, auftauchen, wenn ich mit Darunia ein Special ausführe, habe ich nicht den Eindruck, als hätte das so eine große Reichweite wie beispielsweise das Special von Link, was schon selbst keine so super Flächenwirkung hat. Aber irgendwie trotzdem eine bessere, meiner Meinung nach. Mission erfolgreich. Und dafür kriege ich was? Oh Gott. Wir müssen jetzt ins gegnerische Hauptquartier, oder? Gut, jetzt habe ich schon für einen Moment befürchtet, hier wäre jetzt nur ein Masterschlüssel drin. Das hätte sich gelohnt, ey. Ja. Besiege den feindlichen Feldmarschall, der ist ganz oben. Gut. Alles andere ist völlig egal. Können wir ignorieren. Jetzt zählt nur noch der Feldmarschall. Die Kammer hier habe ich gar nicht gebraucht. Hm? Interessant. Puh. Hallo Leute. Ihr seid ja hier ganz schön dick versammelt. Wer ist denn eigentlich der Chef hier? Link. Na, kein Wunder, dass hier alles so schwer ist. Link ist ja auch nur Stufe 120. Natürlich hat der starke Untergebene. Und offensichtlich hält er verdammt viel aus. Noch mehr als die Schildmoblins? Fragezeichen. Aber die Geräusche, die er macht, sind toll. Yes, das klappt doch wunderbar. Und... Oh. Okay, von den Treffern braucht es noch so ungefähr 1000. Bis er besiegt ist. Von denen hier vermutlich ungefähr genauso viel. Ich glaube, das zieht nicht weniger und nicht mehr ab, ne? Schwachpunkt freisetzen oder Special drauf dürfte ungefähr gleich viel abziehen. Das ist traurig. Ja, vielleicht brauche ich irgendwie ein Special Plus Fähigkeit. Ich kann mich nicht bewegen. Ich hätte ihn gerne angegriffen, wenn ich mich hätte bewegen können. Okay. Trifft Link mit, ist in Ordnung. Nicht einsammeln, nicht einsammeln. Wir könnten nämlich... Ich kann es nicht unterscheiden. Manchmal geben die 2 bis 3 Specials, wenn man 3 Special leisten hat. Und manchmal geben die nur 1. Und ich kann denen nicht ansehen, wie viel es sind. Das hier hat es zum Beispiel 2 gegeben. Ne? Also es hätte garantiert sogar 3 gegeben, wenn ich 3 Special leisten hätte. Oh, Schwachpunkt geknackt. Yes, Schwachpunkt geknackt. Krawusch. Ich sehe den mal. Und nochmal das Ganze. Oh, noch ein Boss. Ja, gib mir mehr. Ich kann gar nicht genug davon kriegen. Yes. Verdammt, ich wollte seinen Schwachpunkt angreifen und nicht irgendwie sinnlos in die Gegend kloppen. Naja.
So, kann ich hier irgendwo nochmal ein Special aufladen? Wäre toll. Ui, 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 ui. Bumm. Ja, das reicht für ein Special. Und da ist noch eine Vase mit dem ich bin. Der könnte ich auch noch ein Special aufladen. Zack. Und ui, 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 ui. Bumm. Und fast schon wieder ein Special. Ja. Einmal noch und dann habe ich noch mal eins. Warum sind hier eigentlich immer noch so viele Gegner, obwohl das feindliche Hauptquartier keine Lebensenergie mehr hat? Wo kommen die alle her? Da stellt sich beim Kämpfen gar nicht mal so ungeschickt an. Ja, ich habe 2500 Gegner besiegt. Irgendwas muss ich richtig machen mit einer. Im Gegensatz zu Fei. Nur um es mal wieder erwähnt zu haben. Ja, Fei. Der Ostrosengarten vorzufallen. Solange das nicht mein Hauptquartier ist, ist mir das herzlich egal. Wow. Hey, ich kann dir Steine an den Kopf werfen. Hilft scheinbar. Krabusch. Der Ostrosengarten steht kurz vor davor zu fallen. Das ist mir vorhin schon aufgefallen, als es das erste Mal gesagt hat, das Spiel, aber okay. Yes. Und nochmal drauf. Bautz. Es ist erstaunlich, wie viel so ein einzelner Gegner aushalten kann, ne? Guck mal, die hier. Genau, darauf hatte ich es abgesehen. Füll mir meine Special Energie auf. Wow. Und lass dich nicht von Link irritieren. Sag jetzt nicht, das gibt keine Special Energie, wenn ich das mache. Das ist ja doof. Ich hatte eigentlich gedacht, es würde. Naja, wenn ich das gleich gewusst hätte, hätte ich meine Angriffe auf Link konzentriert. Zack. So ist natürlich auch gut. Erstmal mit der Bombe ordentlich erwischt und dann gleich noch in der Luft gehalten und schwach von freigesetzt. Das ist okay. Oh, und da sind meine Bomben auch schon wieder leer. Aber ich habe noch was. Ich habe noch einen Ass im Ärmel. Quasi so ein Special, das kann ich dir noch mitgeben. Nee, du machst jetzt nichts, Junge. Nimm einen Hammer. Eigentlich müsste der schon 500 Mal tot sein oder so. Überleg mal, wie riesig dieser Hammer ist. Und ich hau den jedes Mal mit dem Ding ordentlich von oben auf den Kopf. Das muss doch wehtun. Hoffe ich. Also, scheinbar nicht. Ja, okay. Aber es müsste in meiner Welt. Guckt euch das an. Wie der Runia diesen giganten Hammer rumschwingt. Und es bringt nichts. Nicht noch mehr Gegner. Warum immer mehr? Gib mir noch ein Special. Ich brauche noch ein Special. Nicht angreifen, nicht angreifen. Greif mich nicht an. Yes, okay. Das ist dein Ende. Diesmal reicht's. Mission erfolgreich. Es war eine Lebensaufgabe. Es war eine mittlere Katastrophe. Naja, eigentlich schon eine ausgewachsene Katastrophe, okay. Aber Sieg. Das ist es, was zählt. Das sagt das Spiel. Ich habe gesiegt. Mit Darunia. In einer Mission, in der man eine Stufe 3 Waffe hätte kriegen können. Ich glaube, da kann sich jetzt keiner schämen. Interessant. Besiegen den feindlichen Feldmarschall. Die Meldung kam nach 24 Minuten. Das heißt, allein diese Schlacht hat gerade eine halbe Stunde gedauert. Die wären Part für sich allein, sehe ich das richtig? Fast zwei Parts oder so? Komm, sag, wie lang hat es gedauert? 29 Minuten. Hey, und ich krieg noch einen B-Rang. Ich war extrem gut, oder? 2900 Feinde besiegt. Eigentlich hätte ich aus Prinzip noch mal 100 mehr besiegen müssen, ne? Damit es schön aussieht. Ein Unterschied hätte es auch nicht gemacht. Großartig. Also, ist egal. Ja, Mensch. Zeldas Diadem, schön Goldmaterial. Wenigstens dafür hat es sich gelohnt. Aber jetzt bin ich echt fertig. Wie ein Brot. Meine gute Laune ist zwar noch nicht ganz tot, aber das Spiel hat mich gerade genug fertig gemacht für den Moment. Ich will nicht mehr. Kann man das verstehen? Und das Schlimme ist, guckt mal hier. Noch mit der Runia-Mission, ist das nicht schön? Und das ist auch eine Abenteuerschlacht, oder? Nee, wir sind ein Riesenmonster, Stufe 4, ja. Natürlich, genau, das war das Problem. Deshalb habe ich die Schlacht nicht gemacht. Genau, weil der Runia keinen Schaden macht. Und wie zum Geier soll ich bei einem Riesenmonster jemals den Schwachpunkt freilegen? Den dann auch noch brechen und dann eine Schwachpunktbrecher-Attacke machen, wenn ich keinen Schaden mache. Ja, das sind gerechtfertigte Fragen. So, aber wir sehen, die Karte
leert sich oder die Anzahl der Missionen, die wir noch nicht gespielt haben, wird weniger, was auch immer. Ja, aber es bleibt immer noch verdammt viel zu tun. Viel zu viel. Könnte noch eine Weile dauern. Also, ich glaube, an die 100 Parts kommen wir locker. Aber es ist ja okay. Ich mache ja kurze Videos. Das sind ja nur 20 bis 25 Minuten Videos. Also, was sind da schon 100 Parts? Das ist größer als jedes andere Let's Play-Projekt, das ich gemacht habe. Ist okay. Ich sollte aufhören, Scheiße zu labern, oder? Ich sollte einfach sagen, ja Leute, das war Hyrule Warriors für heute. Ich war euer Nixan und ich sag euch, ciao, macht's gut und bis zum nächsten Mal. Aha, genau das sollte ich sagen. Also, ihr wisst Bescheid.